dass es wirklich eine Familie Lukow gab, die in die Taiga vom sowjetischen Staat geflohen ist und am Ende nur noch eine Tochter, die sich halt wirklich von der westlichen Welt absagte. Und auf YouTube habe ich ein Video gefunden mit dem Titel, ob es Anastasia gibt oder nicht. Und das wurde dann ein bisschen schwammig beantwortet. Komischerweise hat er dann vor Gericht in St. Petersburg dann zugegeben, dass die Figur Anastasia eine Fiktion ist. In Permakulturkreisen sind die Anastasia-Bücher sehr bekannt, weil man das Konzept von einem Familienlandsitz für sehr viele sehr ansprechend ist. Also ein Hektar Land für jede Familie, wo man hier sein eigenes Obst und Gemüse anbauen kann und ein Leben in Einklang mit der Natur führen kann. Ich werde auch hin und wieder gefragt, ob ich die Bücher kenne und was ich denn davon halte. Und ja, die Bücher kenne ich. Ich habe bis zum 5. Teil gelesen und habe dann auch einfach aufgehört, weil es mir dann zu esoterisch dann auch geworden ist, was ich persönlich für mein Leben auch nicht brauche. Aber diese Anfangsgedanken von diesem Familienansitz und sich mehr wieder der Natur widmen, diesen Aspekt finde ich sehr gut. Da finde ich, dass die Bücher da auch eine sehr gute Arbeit leisten. Aber dann, wenn es dann Richtung mit der Aufspaltung von Gut und Böse geht, das brauche ich ehrlich gesagt nicht in meinem Leben. Und auch dieses übertriebene Esoterische dahinter, das ist dann doch nicht so meins. Aber genau diese esoterischen Sachen werden ja auch oftmals als Verkaufsmittel genutzt. Und genau deshalb finde ich diese Bücher auch interessant. Diese ganzen Marketingwerkzeuge und Aspekte, die da mit eingebaut worden sind. Und auch diese künstlerischen Methoden, um halt auch die Aufmerksamkeit und auch die Spannung in diesen Büchern zu halten. Bevor wir etwas tiefer in diese Punkte eintauchen, möchte ich erstmal mehr auf den Autor eingehen für die Leute, die halt diese Bücher nicht kennen. Geschrieben wurde diese Buchreihe von Wladimir Migre, einem ukrainischen Schriftsteller und Unternehmer, und das erste Buch kam im Jahr 1996 raus, das zehnte im Jahr 2010. Mit 16 Jahren zog es ihn nach Novosibirsk, wo er als Fotograf, Kameramann und als Filmregisseur tätig war. Während der Perestroika und Glasnost, das waren die Reformation der damaligen Sowjetunion, als sie zusammengebrochen ist, also man wollte weg von der Zentralverwaltung hin zu einer freien Markt, wie wir ihn zum Beispiel heute haben. Ja, wo auch hier mehr Transparenz gewährleistet wird, man auch seine Meinung frei äußern darf und auch Betriebe viel mehr freie Entscheidungen auch treffen dürfen. Und auch ausländische Unternehmen unter Aufsicht jetzt nun in der damaligen Sowjetunion investieren durften. Allerdings schlug anfangs diese Umstrukturierungsmaßnahmen fehl. Da konnte man auch durch die ganzen Misswirtschaften der Planwirtschaft nicht mehr viel retten und das Land versank in Chaos. Was mir mein Vater aus der Zeit alles erzählt hat, wäre mal vielleicht interessant für ein separates Video. Aber wichtig für dieses Video ist, dass halt hier eine Umstrukturierung stattfand und die Leute sich nach etwas Neuem orientieren in ihrem Chaos. Migre erzählt in seinen Büchern von den Reisen auf dem Fluss Ob. Dabei trifft er eine junge Frau namens Anastasia, eine Wetrussin, die halt anscheinend eine Angehörige einer alten, verlorenen Zivilisation ist. Als Nachfahrin einer Hochkultur hatte sie auch anscheinend übernatürliche Fähigkeiten und konnte auch unter anderem in kürzester Zeit die Probleme von uns Menschen heutzutage lösen. Hat auch Migre einige Sachen auch erzählt, wie halt die Menschen wieder zurück zu ihr selbst kommen, zurück zu ihrem Kern und Wurzeln und wie sie sich auch der technokratischen Fesseln entledigen können. So, in den ersten Teilen wird auch mehr auf das Konzept des Familienlandsitzes eingegangen. Da findet auch erstmal die Kennenlernphase von Anastasia und Wladimir Migre statt, wo halt auch hier die Beziehung mit aufgebaut wird, wo sie auch komischerweise auch gleich ein Kind zusammen bekommen in den Anfangsbüchern. Und dann geht es halt immer weiter Richtung esoterisch und dann auch das Gut und Böse mit den Dunkelmächten, wo man da seinen Fokus dann viel mehr Wert legt. Interessant an der Erzählweise von den Büchern ist, dass Wladimir Migre die Anastasia so beschreibt, als ob sie auch wirklich lebt. Und da stellen sich auch einige Leute die Frage, ob es denn wirklich Anastasia gibt oder nicht. Aha. Auf YouTube habe ich ein Video gefunden mit dem Titel, ob es Anastasia gibt oder nicht. Und das wurde dann ein bisschen schwammig beantwortet von der guten Jana Iger, die ja halt dann mehr der Frage ausgewichen ist, hier mehr auf die Grundlage da gegangen ist, dass man einfach daran glauben soll oder auch nicht und man sich einfach die Frage stellen sollte für die Leute, die halt das hinterfragen, ob es sie gibt oder nicht, warum denn die Leute immer so negativ sind und alles ins Negative ziehen wollen. Also hier keine konkrete Aussage. Nach meinem Empfinden hat das so ein bisschen den Touch von diesen ganzen Diskussionen, ob es Gott gibt oder nicht, wo dann die Leute dann zu 100% sagen, ja, gibt's oder nein, gibt's nicht und dann hier heftige Diskussionen im Internet dann stattfinden, die eigentlich
komplett unnötig sind. Bei der Gottesdiskussion kannst du ja nicht Ja oder Nein sagen, weil da müsstest du ja auch Beweise vorbringen. Und es ist halt sehr schwer, etwas Beweise dafür anzuführen, was es halt nicht gibt, wenn du Nein sagst. Und Ja ist halt auch schwer zu beweisen, weil von da müssten dann alle sagen, wissen wir nicht, bis wir es halt endgültig beweisen können. Aber bei der Anastasia ist es dann doch etwas anders. Wie bereits erwähnt, schreibt Maigret in seinen Büchern das so, dass es die Anastasia wirklich gibt und er mit ihr eine Liebesbeziehung und Kinder hat. Komischerweise hat er dann vor Gericht in St. Petersburg dann zugegeben, dass die Figur Anastasia eine Fiktion ist. Das ist dann doch recht merkwürdig, weil wenn sie dann wirklich am Leben ist, dann dürfte es ja überhaupt gar kein Problem sein, irgendwie Beweismaterial herzubekommen, ein Foto zu machen oder ein kleines Video, um zu sagen, doch, sie gibt es hier wirklich, da sind die Beweise und der Gerichtsprozess wäre ja dann vorbei und das würde dann die meisten Leute dann auch nicht mehr interessieren. Aber warum wird denn dieses ganze Konstrukt denn aufgebaut und aufrechterhalten? Lässt sich halt besser verkaufen. Denn was lernt man im Marketing-Grundkurs zum Thema Verkaufen? Die Leute lieben Geschichten. Und hier wurde eine einzigartige Geschichte verkauft, mit der man auch sehr viel Geld verdient. Ein richtiges Geschäft hat sich entwickelt und das auch nicht ohne Grund, denn das ganze Buch ist ja auch voll von irgendwelchen Verkaufs- und Marketingstrategien, die man halt erstmal bewusst wahrnimmt, wenn man sich mal mit dem Thema Marketing beschäftigt, was ich ja zwangsläufig auch machen muss, weil ich bin ja auf YouTube unterwegs, Social Media, eigene Webseite, gehört einfach alles mit dazu. Das erste vorneweg, Wladimir Maigret war auch ein Filmemacher und ich denke, wenn man Filme produziert, dann weiß man ganz genau, wie man halt so eine Geschichte aufbaut, wie man auch die Spannungsbogen aufbaut, die auch haltet mit Drama, Ereignissen und allem möglichen, damit wir Leser auch an der Geschichte gefesselt bleiben, weil sonst wird es langweilig und dann kaufen wir uns auch nicht das nächste Band. Dann haben wir eine junge blonde Frau, die im Einklang mit der Natur lebt und anscheinend übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Also eine enorm schnelle Gedankenkraft, telepathische Fähigkeiten, konnte mit den Tieren auch kommunizieren, die jetzt anscheinend in der doch kalten sibirischen Umgebung leicht bekleidet rumlaufen kann, die da nicht so kalt ist. Die Tiere haben ihr auch Nahrung zur Verfügung gestellt. Extrem schlau. Sie wusste, was in der Welt vor sich geht, obwohl sie sozusagen im Hinterland im Einklang mit der Natur lebt und abgeschottet von allen möglichen. Dann noch verspielt geht eine Romanze auch mit Wladimir Maigret, dem Autor selbst, ein und eine Nachfahrin von der Hochkultur. Und tragischerweise hat sie auch ihre Eltern bei einem Unglück verloren. Romanzen verkaufen sich ja sowieso sehr gut bei Frauen und die ganzen Fähigkeiten, die sie da aufweist, ähnelt dann mehr einer Heldin von Marvel. Hier haben wir eine Figur, die die Menschen bewundern, weil sie halt Übernatürliches leisten, also mehr als der Otto-Normalmensch, sage ich mal, und auch diese Fähigkeiten eventuell erlangen können, weil sie halt hier einfach nur im Einklang mit der Natur lebt, sehr abgeschottet und auch hier die Ursache für die Degeneration der heutigen Menschen darin sieht, dass wir halt sehr stark verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen, mehr uns der Technokratie widmen und unseren Körper auch nicht mehr pflegen. Also schlichtweg, wir uns zu stark von unserer Natur entfernt haben und wenn wir wieder zu dieser Natur zurückkommen, wir auch vielleicht diese Fähigkeiten entwickeln können. Also haben wir hier so einen Hoffnungsschlag für die Menschen, die diese Fähigkeiten nicht haben, also für uns Leser. Dann das Konzept des Familienlandsitzes, auch eine sehr gute Lösung, wie ich finde, für einige Probleme aus unserer westlichen Welt. Und heutzutage sehnen sich ja immer mehr Leute, wieder zurück zu den ursprünglichen Werten zu kommen, ihr eigenes Obst und Gemüse anzubauen, wieder mal Selbstverantwortung zu übernehmen und auch gucken, was dann alles so auf ihr Zeug dann draufgespritzt wird, was sie sich dann jedes Mal in den Mund werfen. Und damals zum Zusammenbruch der Sowjetunion gab es halt sehr viel Leid und Chaos unter den Menschen. Von da waren sie auch dann wieder gezwungen, selbst ihr eigenes Obst und Gemüse anzubauen, das halt auch in ihrer eigenen Verantwortung. Und da trifft halt dieses Konzept des Familienlandsitzes sehr den schwarzen Punkt. Heißt das so? Durch dieses Konzept des Familienlandsitzes haben ja auch viele Leute eine Verbindung, diese Bücher auch zu lesen, weil halt sehr viele weg von diesem technokratischen System möchten und wir im Einklang mit der Natur leben wollen, um hier ihr eigenes Obst und Gemüse anzubauen, die Familie auch wieder zu stärken und auch hier inneren Frieden zu erlangen. Von daher eignen sich ja diese Bücher, sie auch durchzulesen. Und dann kommen wir dann später diese esoterischen Sachen, wo halt dann auch sehr viele damit im Einklang mitschwingen. Es werden ja auch hilfreiche Ratschläge gegeben, also zu welchem Zeitpunkt mal von den Mondphasen her gesehen die Pflanzen setzen sollte, an welchem Standort, wie sollte man den Bienen halten,
wie sollte man denn die Samen vorbereiten für die Aussaat, damit die Pflanze auch einen kennt. Also das heißt, man nimmt zum Beispiel die Samen in den Mund, damit sie eingespeichert werden und hier die Informationen der Samen mitbekommt, damit die Pflanze weiß, welche Probleme du zum Beispiel hast. Tipps zur Kindererziehung und der Raum der Liebe, also ein Raum, in dem die Menschen sich näher kommen, freundschaftlich, in Harmonie und in Frieden. Das auch im Einklang mit der Natur und den Tieren. Er sehnt sich nicht nach so etwas in unserer heutigen Zeit, in der sehr viel Hass, Zerstörung, Missgunst und auch Depression vorherrschen. Krankheiten zu heilen bzw. vorzubeugen werden auch gegeben und ein besonderer Fokus wird dabei auf die Zeder gerichtet, dabei halt auch sowohl die Nüsse als auch deren Produkte. Die sibirische Zeder soll eine besondere Verbindung mit dem Universum haben und aus dem Grund soll eine besondere Wirkung auf uns Menschen haben. Und das Lustige ist, es wird auch hier ein Markt natürlich dafür geschaffen, gibt natürlich Zedernprodukte, die halt auch vertrieben werden, auch von der Maigret-Familie selbst. An sich finde ich das ja nicht schlimm, Produkte zu vertreiben und damit auch Geld zu verdienen, ist ja nichts Ungewöhnliches in unserer Zeit. Nur wenn halt hier wieder Heilversprechen gemacht, die eigentlich gar keine sind. Und es wird ja auch, was ich sehr interessant finde, so verkaufsstrategisch, so dargestellt, dass es halt mit dieser ganzen Geschichte nicht als Verkauf wirkt, was halt dann sehr ansprechend auf uns wirkt. Und warum ich das nicht als Heilmittel achte, da sollte man vielleicht die Bücher von Arnold Ehret lesen oder auch zum Beispiel meine Videos zum Thema Rohkost und Gesundheit, wo ich es ja auch immer wieder erzähle. Der Körper heilt sich selber, das sind höchstens Hilfsmittel, die entweder die Entgiftung stocken und die meisten tun halt meist nicht die Entgiftung unterstützen. Eine ganze Fangemeinde ist entstanden. Menschen, die Gemeinschaften gründen wollen, sich vernetzen und im Einklang mit der Natur leben möchten. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die halt meinen, das sei eine Sekte oder auch eine Religion, die halt auch antisemitistisch und rassistisch, glaube ich, ist, aufgrund der ganzen Polarisierung, die halt dort erwähnt wird in den Büchern. Dadurch kommt es sehr oft zu Verfestigungen beider Seiten aufgrund dieses Schubladendenkens. Hier sollte man auch bedenken, dass Polarisierung und sehr kritische Aussagen auch Aufmerksamkeit ziehen und wer halt Aufmerksamkeit hat, der kann auch besser verkaufen und hier das auch wieder als Verkaufsstrategie mitnutzen. Vor allem, weil halt dann diese Anfeindungen nochmal zusätzlich die eine Seite, deren ihr Gemeinschaftsgefühl nochmal um einige stärkt, damit sie sich halt noch mehr mit dem Thema beschäftigen, beziehungsweise mit den Büchern, das da drin steht und auch mit den Produkten. Nach dem Motto, wir werden bekämpft und tun uns deshalb zusammen. Wichtig zu erwähnen ist, dass es wirklich eine Familie Lukow gab, die in die Taiga vom sowjetischen Staat geflohen ist und diese Geschichte ist auch in der ganzen Sowjetunion bekannt und meine Eltern haben mir davon erzählt. Dort lebte die Familie abgeschottet ihr hartes Selbstversorgerleben. Anfangs waren sie noch zu sechs und am Ende nur noch eine Tochter, die sich halt wirklich von der westlichen Welt absagte und hier bis zum Tod wahrscheinlich ihr Selbstversorgerleben leben möchte. Ich denke mir, dass diese Geschichte ja damals in der damaligen Sowjetunion sehr weit verbreitet ist und das als Inspiration für Wladimir Maigret diente. Und nichtsdestotrotz finde ich es ja nicht schlimm, die Bücher. Man darf auch ruhig damit Geld verdienen, wie ich ja bereits erwähnt habe, die Geschichte drum machen und die Leute auch mehr zur Natur führen. Was halt das Problem hat bei der ganzen Sache ist halt, dass man erstens sagt, dass es sie halt gibt, damit man halt die Leute irgendwie Hoffnung macht und dass halt die Bücher sich auch besser wahrscheinlich verkaufen. Wer weiß, wer nicht. Dass man halt einfach sagt, ja, sie gibt's oder wie in dem Video von Jana Iger, dass man dann sagt, warum sind denn die Leute so negativ und glauben nicht daran und so, weil Glauben ist halt nicht Wissen. Also man kann halt nicht sagen, gibt sie oder gibt sie nicht. Wladimir Maigret konnte es irgendwie vor Gericht auch nicht so richtig beweisen nach meinem jetzigen Kenntnisstand. Und das andere Problem ist halt, dass es halt von dem Mainstream als rechtsextrem eingeordnet wird. Auch wieder hier Schubladendenken aufgrund der Aussagen, die später in den Teil kommen, durch die esoterischen Sichtweisen mit den Dunkelmächten und den Lichtmächten und alles mögliche, was ich halt auch sehr kritisch halt in dem Zusammenhang auch sehe, weil ich dann eine ganz andere spirituelle Sichtweise habe. Aber auch hier wieder, da die ganze Anastasia-Bewegung da einzuordnen, ist auch wieder nicht zielstrebig, sondern einfach immer gucken, was sagen denn die einzelnen Menschen, ihre Aussagen und Handeln halt auf achten und den Menschen halt dann so individuell, sag ich mal, begegnen und nicht einfach die ganze Personengruppe als schlecht zu betrachten. Genau andersrum halt auch wieder beim Mainstream. Gibt da auch wieder einige Leute im Mainstream, die tun halt bewusst Lücken streuen oder nicht gut recherchieren. Andere Recherchen aus dem Mainstream sind halt auch wieder sehr gut. Also man muss halt immer
offen auf beiden Seiten sein. Und ich hoffe, du bist auch offen für diesen Kanal. Hier gibt es noch zwei spannende Videos an der Seite. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder sonst wann du es anschaust.